10 Siege aus 10 Quali-Spielen. Die deutsche Nationalmannschaft hat mit dem 3:1 gegen Belgien einen neuen Rekord aufgestellt. Großen Anteil daran haben auch die Spieler des FC Bayern, die sowieso schon Woche für Woche neue Rekorde aufstellen. Da kann man sich zur Abwechslung ruhig mal wieder eine Beachvolleyball-Einheit gönnen. Müller, Gomez und Kapitän Lahm gegen Neuer, Kroos und Fitnesstrainer Wilhelmi. Gespielt werden 2 Gewinnsätze bis 11. Die ersten beiden Sätze sind relativ ausgeglichen. Der erste geht an Müller und Co., der zweite an Neuer und Co. 1:1 nach 2 Durchgängen. Dann der Auftritt von Thomas Müller. Der dritte Satz, eine klare Angelegenheit für das Team des WM-Torschützenkönigs. Müller zeigt auch seine Qualitäten außerhalb des Fußballplatzes. Den letzten Punkt sichert er seinem Team mit einem tollen Reflex. Am Ende heißt es 11:3. Es müllert also auch beim Beachvolleyball.